Hi Leute, kleiner Update wegen der Coroutine. Ich habe da noch was rausgefunden, undokumentiertes Feature, geht auch ganz schnell. Und zwar in dem BasicBot ist etwas eingebaut, was ich irgendwie seitdem gefunden habe. Ich habe da nochmal geguckt und wenn wir das hier mal hinstellen und das Programm schreiben, werden wir am Anfang Coroutine schreiben. Coroutine. Dann können wir for i gleich 1,10 do fly forward and for i gleich 1,10 do fly right and und hier immer dahinter setzen wir Pause. Das ist der Trick. Das ist praktisch das, was Yield macht. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie nur geht, mit dem, dass ich auf die globale Variable zugreifen kann, weil ich der Admin bin. Also ihr müsst es mal ausprobieren, ob das so geht bei euch. Das weiß ich nicht. Fly backwards. Pause. Und for i gleich 1,10 to fly right, left, Pause. So, das sollte nämlich gehen. So, das speichern wir und starten das einfach mal und mal gucken. So, das Ding kann natürlich auch graben und irgendwelche Löcher in den Boden baggern. Das ist schon ziemlich nett, dieses kleine Gerät. Also da kann man dann irgendwie eine ganze Menge Unsinn mitbauen. Und ja, das habe ich jetzt irgendwie zu viel Pause drin. Man hätte irgendwie jeden dritten nur Pause sagen dürfen, so ungefähr. Das wäre, glaube ich, dann schneller gewesen. Ja. Jetzt habe ich ja irgendwie zu viel Pausen drin. Und da ist er wieder. Tschuck. Perfekt. Das war's auch schon. Okay. Dann bis dann.